Die Schlümpfe. Damals waren die kleinen blauen Wesen aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. Ich hatte sogar eine Schlumpftapete. Die Schlümpfe trat natürlich auch in etlichen Videospielen auf. Warum auch nicht? Das sollte ja gut zusammenpassen. Nachdem der erste Teil auf dem Game Boy ganz okay war, sollte natürlich nachgelegt werden. Wie schlägt sich dieser zweite Teil? Was taugt? Die Schlümpfe reisen um die Welt heute noch. Das Spiel erschien 1995. Es wurde vom französischen Entwickler Infogrames entwickelt und auch veröffentlicht. Neben dem Game Boy erschien es auch auf allen Nintendo- und Sega-Plattformen der Zeit, wie zum Beispiel dem Super Nintendo und dem Game Gear. Die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Der Zauberkristall ist zerbrochen. Der Neugierschlumpf und Schlumpfine wurden irgendwohin in die Welt gesogen. Also müsst ihr die Welt retten, den Kristall wieder zusammensetzen und damit alle wieder retten. Das Spiel ist natürlich ein Plattformer. Ihr reist mit einem Schlumpf durch verschiedene Schauplätze der Welt und eure Aufgabe ist es, nicht einfach nur stumpf an das Ende zu gelangen. Wie die Hintergrundgeschichte es schon verraten hat, müsst ihr die verstreuten Kristallteile einsammeln. Dementsprechend sind auch die Level aufgebaut. Hier sollt ihr also eher erkunden und vor allem auch in die Höhe erforschen. Dazu gibt es dann meist auch diverse Sprung- und Hochkatapultiermöglichkeiten. Unter anderem müsst ihr auch hier und da tote Gegner dazu verwenden. Etwas makaber, aber hey, Schlümpfe dürfen das anscheinend. Hier solltet ihr also immer stets ein Auge offen behalten, wo sich vielleicht ein Weg auftut. Ihr müsst immer 10 dieser Teile einsammeln pro Level. Von der Grundbewegung her seid ihr jedoch eher eingeschränkt. Ihr könnt springen und als Angriff treten. Als Standardattacke würde ich euch letzteres allerdings nicht empfehlen, da es eine sehr geringe Reichweite hat. Ihr solltet hier dann doch lieber ganz klassisch auf die Gegner draufspringen. Immerhin stimmt aber das Sprunggefühl, da ihr in der Luft immer wieder nachkorrigieren könnt. Und das braucht ihr dann auch an Stellen, bei denen ihr einfach so in das Unbekannte springen müsst. Regelmäßige Zuschauer wissen, dass ich sowas nie mag. Das hält sich hier aber zum Glück etwas in Grenzen. Allerdings krankt es dem Spiel hier und da etwas am Detail. Was mich am meisten gestört hat, hier ist die relative Unübersichtlichkeit. Manchmal ist es einfach schwer zu erkennen, was jetzt Plattform ist und was nicht. Oder was jetzt ein Sprungbeschleuniger sein soll oder nicht. Das sind jetzt keine riesigen Probleme, stört aber trotzdem irgendwie etwas. Immerhin gibt es ein Passwortsystem. Die ersten beiden Schauplätze könnt ihr danach frei wählen und danach geht es linear weiter. Allgemein werden hier auf jeden Fall solide Basics abgeliefert, aber gefühlt fehlt es hier an vielen kleinen Ecken an Feinschliff. Die Grafik sieht dabei durchaus stimmig aus. Die Sprites sind groß und die Welten schön gestaltet. Leider ist sie jedoch nicht immer ganz eindeutig und man weiß manchmal eben einfach nicht, wo eine Plattform ist und wo nicht. Ihr merkt schon, mich hat das wirklich gestört. Beim Sound liefert Infogrames aber wie gewohnt gute Kost ab. Die Musik groovt super mit und die Effekte sind das, was ihr von ihnen erwartet. Was taugt? Die Schlümpfe reisen um die Welt, also heute noch. Ich bin mit dem Spiel nicht ganz so recht warm geworden. So richtig schlecht ist das Spiel nicht, aber so einiges hätte besser sein müssen. Stichwort Plattform erkennen. An sich ist es ein okayer Plattformer, aber nichts, was man jetzt unbedingt gespielt haben muss. Ist ja nicht so, dass es keine anderen Spiele dieses Genres auf dem System geben würde. Wenn ihr es jedoch günstig ergattern könnt, könnt ihr zugreifen, ist jetzt aber absolut kein Must-Have. Das war der Test zu Die Schlümpfe reisen um die Welt für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.